seltsam. Freunde, ihr seid gerade ein bisschen weit vorne. Oh, also hier ist ein Motorradhelm Lager. Ganz hinten steht wieder ein Zombie. Aber das Tor da hinten ist auf, aber da steht ein Zombie, also dürfte da eigentlich auch noch keiner durchgekommen sein. Links von uns steht auch ein Zombie. Hm. Versteh's nicht. Hatte der Server einen Restart irgendwie, bevor wir angefangen haben zu spielen, oder? Keine Ahnung. Selbst wenn, dann wäre doch jemand hier gewesen. Ja, die sind sicher alle in Tscherno oder was weiß ich wo. Da war ich übrigens noch gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, die Party findet ohne uns statt. Ja, vor allen Dingen, wie lange spielen wir jetzt? Also bestimmt schon insgesamt 4,5, fast 5 Stunden irgendwie. Ja. Und wir haben nicht einen einzigen Menschen gesehen, außer halt uns in der Gruppe. Ja, wir haben geaddet. Ja. Du das, Henrik, im Lager? Nee, ich bin noch nicht im Lager, ich bin davor. Im Lager? Ach, das ist ein Zombie. Oh, das sah gerade original aus, jemand, der eine Waffe hält. Boah. Na, komm. Erste Mal, dass ich dich verfehlen sehe im Laufen. Na, geht gar nicht. Muss besser werden. Das muss besser werden. Ich habe Äxte noch nicht auf 375. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich scoute mal kurz, Moment. Kannst dich natürlich auch auf den Wachturm setzen, ne? Aber das ist ja, aber das ist Free Loot. Post. Böse. Ist hier irgendwas? Nö, ne? Ja, hier ist nix. Was weiß ich, renne jetzt einfach durch. So viel Pech kann man, so viel Pech kann man nicht haben, ey. Und gleich passiert, ich sehe schon kommen. Gesehen, jetzt kommt wahrscheinlich gleich jemand, pass auf. Pass auf, du. Hab einen Zombie irgendwo gehört. Aber lass uns trotzdem mal ein bisschen zusammenbleiben. Okay, Christian. Oh, oh, Vorsicht, Zombie hinter dir. Gut. Oh, alles klar. Hier muss man sehr genau gucken, weil hier verpasst man oft Sachen. Hier liegen nicht. Da liegt auch irgendwas. Was? Ja. Ich sehe da gar nichts. BUIS, das ist ein hier für eine M4. Okay. Wenn du einfach dein Inventar aufmachst, dann siehst du ja das, was in der Nähe liegt, ne? Ja. Ja, oh. Yeah. Was habt ihr Schönes? Hast du? So ein schönes Doppelmagazin. Ja, das habe ich auch. Das ist ganz praktisch. Oh, ich hab'n. Nee, doch nicht. Was? Ey, ich finde hier gar nichts. Heildämpfer wäre geil. Nehme ich jetzt mal genau die Zelte, wo ihr schon drin wart, oder was? Weiß ich nicht. Manchmal sind es halt auch nur ganz kleine Sachen. Hier, Buttstock. Ich habe hier gerade wieder so ein BUIS, was auch immer das ist. Zustand? Badly damaged, leider. Ist schlechter als meins. Schon wieder? Buttstock. Wieder badly damaged. Oh, der ist besser als meine. Ich hätte auch gerne mal so eine taktische Weste oder sowas. Hast du ein Holster? Also so ein nee. Ding? Leider auch nicht. In deinem Zelt? Das war ich übrigens gerade hier in dem Zelt, ne? Ja. Hier schon. Oh, was ist das? Ja. Oh, hey, cool. Schon wieder Munition für mich. Also es langsam reicht's. Das ist ja echt der Hammer. Die nehme ich jetzt nicht noch mit, also ich kann damit einfach nichts mehr anfangen. Ja, ich habe auch zu viel. Ich habe irgendwie
8 Magazine, das ist Quatsch. Ja, hier ist das Holz da. Ich nehme die Munitionskiste mit, das ist. Ich hab ein Holz da. Ja, gut. Aber da kriegt mir die Magnum nicht rein, oder was? Doch. Okay, hat das was damit zu tun, dass ich die in der Hand habe? Könnte sein. Was damit zu tun haben, dass. Ja, das. Oder dass das Holz da voll ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber hier ist sonst noch so ein kleines Pistolenmagazin. Aber eine normale Pistole hat keiner von euch, ne? Doch. Doch. Wollt ihr es haben? Nee, ich glaube, das hatte ich gerade auch schon in der Hand. Das fuck. Passt los. Nicht mehr rein. Zombie. Oh, ich werd geschlagen. Fuck. Haben die denn jetzt hier, die blöde Kuh? Ey. So. Kriegst du das hin? Kinder. Ja, ich musste gerade irgendwie zielen lernen, habe ich das. Was ist das? Handguard MP. Ja, ist klar. Also hier ist nix. Ich glaube, wir haben alle Zelte durch, oder? Tut ja gar nicht. Ja, die meisten wohl, ne? Also ganz hinten war ich jetzt noch nicht. Weiß nicht, was ihr da? Hallo? Was? Wart ihr so in den hinteren Zelten? Ne, in den ganz hinteren noch nicht. Ja, ich glaube, ich war da drin. Okay. Ach so. Okay, wo treffen wir uns? An dem Medi-Zelt? Ja. Ich hock da gerade so drin. Außen in der Mitte. Auch da. Aber wie spät ist es eigentlich in Deutschland? In Deutschland ist jetzt kurz vor null. Oh, dann muss ich mich doch gleich mal verabscheuen hier. Ja, aber dann lass uns irgendwie noch von dem Militärgelände runter, oder? Ja. Wenn wir jetzt. Oder Lars, wie ist es mit dir? Ja, ich glaube, ich würde demnächst auch mal Schluss machen. Ja, aber dann lass uns hier definitiv noch runtergehen, bevor wir uns hier wie die Tage einloggen und dann weggesnackt werden. Ja, das ist gar nicht so dumm. Ja, Hendrik, bist du in unserer Nähe, oder? Ja, ich dachte, ich wäre im richtigen Military. Ja, wir sind schon raus. Gehen wir nochmal raus? Ich dachte, du hast mich gesehen. Du bist da. Du bist an mir vorbeigelaufen vorhin, quasi. Los am westlichen Rand. Ach, die kann man auch aufmachen. Das ist ja praktisch. Das fängt ja schon wieder an mit Himmelsrichtung. Ich hab keinen Kompass! Ja, also, wer kann es denn sein? Kompass zu. Da, guck, hier, da hock ich. Wenn du dich jetzt rechts umdrehst, zu den Klos hin. Einfach runter an der Zeltreihe lang. Bei den Klos. Klar, ich musste mal. Weiß doch, ich kann nicht einfach irgendwo hin. Groß. Was leuchtet da denn eigentlich so komisch rot? Ah, das sind die Landebahnen. Ja. Okay. Ganz logisch. Seltsame Effekte. Ist kein Strom mehr, aber die gehen noch. Die leuchten per Solarenergie oder so. So, und dann muss ich mich nächstes Mal hier total zusammenreißen, dass ich nicht wieder hierher laufe, weil ich dann bestimmt alleine bin. Eigentlich ist es ja schade, dass wir jetzt aufhören müssen, ne, wenn es hier so leer ist. Mhm. Obwohl andererseits, wir haben ja eigentlich so gut wie alles, ne? Na, ich hätte gerne noch irgendwie eine Weste oder irgendwie sowas. Google gleich mal so ein bisschen PvP-Hotspots. Wir auch mal ein bisschen Action kriegen nächstes Mal. Ja. Da passiert halt einfach 100 Folgen dann nix. Das ist schon okay. Oh, ich höre einen Zombie. Ja, lass hinter die Mauer gehen und dann ausloggen oder so. Jo. Sicher ist sicher. Bock mich hier in eine Tanne.
Und ich bin. Jo, ich auch. Jo, ich log mal auch schnell aus und mach die Abmoderation lieber im Serverbildschirm. Bevor da jetzt tatsächlich doch noch einer kommt und uns wegsnackt. Boah, was eine Session, ey. Also. Ja, nichts passiert, aber davon viel, ne? Ja, aber ich bin eingespannt. Also gerade das letzte, das war tatsächlich so, dass man sich denkt, ey. Nicht, dass da jetzt einer um die Ecke kommt und einen schnelleren Reflexschuss loslässt als ich. Tja. Ah, also schon spannend, also kann man nichts gegen sagen. Und ich bin halt echt gespannt, wie das dann noch wird, wenn da noch so ein paar Dinge reinkommen. Also, wenn du dann mit dem Auto reinrusht, irgendwie mit 7 Leuten drauf und dann da alles niederballerst. Oder so. Klappt meist richtig gut. Ja, glaube ich, weil es so unauffällig ist. Ja. Oh, ich krieg gerade übrigens noch eine Facebook-Nachricht von Senki, er schreibt gerade, bitte, Doppelpunkt. Hol mich da ab, wenn wir wieder spielen. Okay. Ja, super. Ich konnte das schönes nicht Schlusswort. Ertragen. Okay. Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Also, ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, kein Ding. Und gern beim nächsten Mal wieder von mir aus. Jo. Tschüssi. Alles klar. Tschüss.